Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge Vaporum. Mitten in einem Kampf, besser gesagt im Endkampf, im Endbosskampf. Ich habe die Schwierigkeit eine Stufe runtergestellt. Jetzt nicht auf lässig oder wie das hieß, sondern auf einfach. Weil ich sonst keine Ahnung habe, wie ich das hier überleben soll. Das ist nämlich irgendwie ein kranker Scheiß, was hier die Entwickler wieder abgezogen haben. Alter! Nee, schon wieder auf normale Schwierigkeit. Okay. So annoying, Marcus. Stop this pathetic display and die already. Das ist doch ein Scheißdrick. Das gibt's ja wohl nicht, oder? Oh Mann. Oh Mann, ich muss mal hier. Ich stell's mal ganz runter, weil ich weiß jetzt sonst nicht, wie ich hier aus diesem Ding da rauskommen soll. Stop this pathetic display and die already. Ich bin ja wohl ein bisschen die Entwickler. Also mit der Klasse, die ich hier spiele. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen Mod-Skill habe oder so, ne? Das will ich jetzt wirklich nicht behaupten. Das ist sicherlich auch nicht so, aber. Also mit der Klasse, die ich jetzt hier spiele. Weiß nicht, also der kriegt ja so voll eins auf die Nase und so viel Schaden macht er jetzt auch nicht, dass er hier alles abrotzen würde. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt würde ich nämlich gerne den Schwierigkeitsgrad wieder eins höher stellen. Auf einfach. So, ich hoffe, dass wir jetzt so einigermaßen auf Augenhöhe sind hier. Wo ist der denn jetzt? Die macht ja auch ständig hier Life Leech. Ist ja schon ein bisschen unangenehm. Nicht irgendwie so ein bisschen benommen. I should have made sure you drowned in the sea. You're proving to be a bigger problem than expected. Ich finde es ja gut, dass die Viecher ihre Packets übrig lassen, ne? Das ist ja schon mal etwas. Laura, give it up. Is there nothing human left in you? Human? What does it mean anyway? I'm fed up with this. I'm going to tear you apart now. Okay. Hört sich ja nicht so gut an, du. Nimmt hier richtig einen auf. Oh, 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 oh. Echt der Hammer, ey. Leck mich doch am Arsch, du. Wie gesagt, ich spiele auf einfach, gell? So, jetzt habe ich auch keine Energie mehr. Kein Repair-Kit mehr. Ja.
tolle Sache. Ja, also Leute, es tut mir leid, gell? Ich tue es nicht gern, aber ich will das Spiel schon, ich will das Ende des Spiels schon gerne sehen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Entwickler haben es mit dem Schwierigkeitsgrad echt ein bisschen gut gemeint. Aua. What is happening? Komm. This is not possible. Ja, einfach hin. Stirb, bevor ich sterbe. Ich drück drauf wie so ein Affe hier auf beide Tasten. Aber es reicht wahrscheinlich nicht. Es reicht nicht! Oh Mann, ey! This is not possible. Kein Bock, den ganzen Käse nochmal zu spielen. Das gibt's doch nicht! Das Spiel ist What is happening? This is not possible. Lass mich in Ruhe, Mann! Das ist ja ein ekliges Viech, du. Ja, keine Ahnung. Achso, Moment, da ist jetzt wieder die Schwierigkeit auf normal, oder? Ne, auf lässig. Ja, Leute. Es ist, it is that. Is very sad. Ja, das war auch dumm von mir. What is happening? This is not possible. Ich brauch Life Leech. Hau jetzt drauf, Mann. Hau alles, was du hast. Gib alles, was du hast, Mann. Oh Gott. Ich krieg die Krise hier. Ich hab noch nie mit dem Spiel so gekämpft wie mit dem hier. Also zumindest mit keinem Dungeon Crawler. I can't believe what I've just done. But finally it's over. Now I need to find Sophie. Oh Mann. I found her very quickly. She was following the whole fight from hiding. As soon as Laura was dead and the battle ended, she ran into my arms. Not shaken or frightened, but confident and content with the result. Poor thing. So cold and pale. She must have been in shock. How will she ever forgive me for what I had to do? As we emerged from the tower, I couldn't hold on to it anymore. The feeling of guilt washed all over me. I'm sorry, Sophie. I had to do it. It wasn't her anymore. That's all right. She had to go. She wasn't useful anymore. I am strong enough now. What? I don't understand. You never did. Das habe ich mir fast gedacht. Fast gedacht. So, meine Freunde, der Endkampf war jetzt nicht besonders glorreich. Man wird keine Lieder auf mich singen, denn ich habe auf lässig, nur auf lässig gewonnen oder da war es denkbar knapp. Naja,
Vaporum, was kann man sagen, so am Schluss, so als Fazit des Ganzen? Schon ein richtig schöner Dungeon Crawler. Wahrscheinlich der beste seit Legend of Grimrock. Aber nicht ganz so gut wie Legend of Grimrock. Warum? Weil, also gerade der zweite Teil hat ja noch die ganze Oberwelt gehabt und das war natürlich schon mal noch eine Klasse für sich. Vergleichen wir es mal mit dem ersten Teil. Das kommt vielleicht näher an die Sache ran. Aber auch da würde ich sagen, zieht Vaporum gegen Grimrock den kürzeren. Auch weil für mich die ganze. Das ganze Kampfsystem ein bisschen zu hektisch war und ich weiß nicht, mir war das Spiel auch insgesamt ein bisschen zu, wie soll ich das sagen, zu dunkel. Da hätte es auch mal die eine oder andere Stelle geben können, die so ein bisschen anders ausgearbeitet ist, aber das war halt alles sehr trist und dunkel und ja, ist natürlich eine spezielle Art von. Da steht es ja auch Almost Human. Spezieller Dank für Almost Human for Resurrecting dieses Genre. Also die bedanken sich an bei Almost Human, die Legend of Grimrock-Macher, dass sie das Genre wieder wiederbelebt haben. Ja, also, aber insgesamt trotzdem, Vaporum, auch wenn jetzt Grimrock schon die Messlatte ganz nach oben gelegt hat und Vaporum da für mich nicht rankommt, ist es trotzdem ein tolles Spiel, vor allen Dingen, weil es ja auch Bioshock-Elemente gemixt hat. Mehr Story-Elemente drin hatte. Das war natürlich insgesamt schon dann ein bisschen besser als bei Grimrock und Konsorten. Insgesamt ein tolles Spiel, hat leider nicht ganz die Anhängerschaft oder die Aufmerksamkeit gefunden, die es verdient hat, meiner Ansicht nach. Ich kann mich jetzt auch irgendwie an wenig Publikationen erinnern, die es überhaupt getestet haben oder auf dem Schirm hatten, das Spiel. Bisschen schade, aber gut. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil. Das Ende könnte ja so ein bisschen darauf hindeuten. Ich würde es begrüßen. Ich bedanke mich für alle, bei allen, die hier bis zum Schluss ausgeharrt haben und mit mir zusammen quasi gekämpft haben. Auch in den bitteren Stunden, die ich jetzt zweimal in dem Let's Play hatte, wo ich dann eben doch den Schwierigkeitsgrad runterstellen musste. Ich glaube, ich habe, was das Kampfsystem betrifft, war ich nicht so ganz Vaporum kompatibel, habe ich das Gefühl gehabt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dafür habe ich einiges an Rätseln gelöst. Die Frage ist nur, das würde ich mal gerne nochmal wissen. Statistik gibt es hier auch keine zu sehen. Ja, vielleicht können wir mal ganz kurz mal die statistischen Daten anschauen. Spielzeit 10 Stunden 50 insgesamt, 400 Gegner getötet, Geheimnisse gefunden, 8 von 28, ganz schwach. 84 Notizen, also fast alle Notizen gefunden, immerhin. Nahkampftreffer, Distanz war ich natürlich besser, 80%, ist klar. Größter zugefügter Schaden 436, total zugefügter Schaden 304.700. Und erlittener Schaden 40.800. Viele Statistiken gibt es jetzt da nicht. Eigentlich auch ein bisschen schade, gell? Aber so ist es. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten oder hören uns bei meinem nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und es gibt bestimmt den nächsten Dungeon Crawler irgendwo, irgendwann. Und den werden wir auch hier auf diesem Kanal testen. Macht es gut. Übrigens, ihr könnt mir gerne Vorschläge machen und wir schauen mal, was wir als nächstes so Dungeon Crawler-mäßig spielen können. Macht's gut. Tschüssi.